Hallo und Weidmannsheil, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hand, Cook and Grill, hier in einer etwas älteren, neuen Location. Die wird sich hoffentlich in diesem Jahr noch ein bisschen verändern, also seid gespannt drauf. Heute gibt es leckeren Rehrücken, Jägerart, und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt in den folgenden Bildern. Wenn euch dieser Kanal gefällt, dann lasst mir gerne ein Abo da, auf jeden Fall die Glocke unten aktivieren, einen freundlichen Kommentar, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dem Video. Die Zutaten, die wir für unsere schnelle Nummer hier brauchen, das sind einmal Champignons, dann haben wir ein halbes Glas selbstgemachten Wildfond, wir haben ein bisschen Schlagsahne, Zwiebeln, geräucherten Speck, Salz, Pfeffer, Öl zum Anbraten und natürlich ein wunderschönes Rehfilet. Ja, das Reh habe ich jetzt noch, das war das letzte Stück, dazu gibt es bald ein Video, was ich in diesem Jagdjahr geschossen habe, das war ein Schmalreh. Und das machen wir jetzt damit, wir schneiden einfach unser Rehfilet in so rautenförmige Stücke. Und die dürfen ruhig ein bisschen größer sein. Wir wollen ja gleich auch was zwischen den Zähnen haben. Und das ist eigentlich schon alles. Jetzt geben wir ein bisschen Öl in die Pfanne rein. Ja, einfach nur ein bisschen Öl, gar nicht viel Öl. Und legen dann unser Rehfilet da rein. Und braten es wirklich einmal kurz von allen Seiten an. Also nicht lange braten. Wir wollen das innen drin noch ein bisschen rosa haben. Und das machen wir wirklich ganz kurz, also ein paar Minuten nur. Und dann nehmen wir es aus der Pfanne raus. Und dann zeige ich, wie es weitergeht. Das Rehfilet ist jetzt kurz angebraten. Jetzt wenden wir es einmal ganz kurz und braten es von der anderen Seite an. Und geben jetzt gleichzeitig ein kleines bisschen Salz auf das Fleisch. Mein Filet angebraten, das stelle ich einmal beiseite, das kann jetzt hier in Ruhe nachgaren. Die Pfanne kommt wieder auf meinen Herd und jetzt gebe ich dazu Speck, Zwiebeln, meine Champignons und noch mal ein kleines bisschen Öl. Salz geht gleich am Ende dazu. Weil wenn ich jetzt das Salz dazugeben würde, dann kann ich die Champignons nicht mehr so schön anbraten, weil die Champignons ziehen sofort Wasser. Ja, also erstmal ohne Salz anbraten, ganz wichtig, damit die richtig schön kräftig Farbe bekommen mit den Zwiebeln und dem Speck. Und dann geht es gleich weiter und dann finishen wir die Soße. Also ich habe heute hier eine neue Kameraassistentin, meine Tochter, die macht heute hier mit. Hier haben wir unser Rehfilet und jetzt haben wir die Pilze hier wunderbar angebraten, das sieht man schon. Ja. Das heißt, hier ist richtig Geschmack entstanden. Der Pilz sollte tatsächlich auch schön braun sein. Und die sollten natürlich nicht komplett klein sein, sondern wir wollen natürlich noch ein bisschen was von den Pilzen hinter unserem Gericht sehen. Jetzt geben wir ein halbes Glas selbstgemachten Wildfond dazu. Und das lassen wir erstmal ein wenig einreduzieren. Und wichtig wäre jetzt ein bisschen Pfeffer. Und jetzt auch gerne würzen mit Salz, aber muss nicht viel Salz da rein, weil wir haben ja unser Fleisch schon gesalzen und der Fond selber ist natürlich auch kräftig im Geschmack. Und jetzt gleich, wenn das Ganze ein bisschen eingekocht ist, das intensiviert den Geschmack nochmal, dann geben wir zum Schluss ein bisschen Sahne dazu. Und dann kommt das Fleisch auch wieder in die Soße rein und dann können wir schon anrichten. So, das Ganze ist jetzt schön einreduziert. Ihr seht das, es wird schon etwas dickflüssiger und jetzt geben wir einen Schuss Sahne dazu. Verrühren das leicht. Und in die warme Soße geht jetzt unser Fleisch rein. Und jetzt schalten wir die Hitze aus. Wir wollen, dass das Fleisch noch leicht rosa ist am Ende. Ja, das heißt, es soll nicht gekocht werden jetzt, sondern es soll seine weiche Konsistenz behalten und ja, so ein Rehfilet ist wirklich das weicheste oder mit eins der weichesten Stücke vom Reh. Und jetzt richten wir gleich schon direkt an. Jetzt wollen wir einmal anrichten. Das, was ihr hier seht, ist was ganz Leckeres. Das ist eine Kartoffelgemüsewaffel. Und hier geben wir jetzt daneben ein bisschen was von unseren Pilzen. Und hier oben ein paar Stücke von unserem Rehrücken. Beziehungsweise nicht ein Rehrücken, sondern
von unserem Rehfilet. Hier nochmal ein paar Pilze auf die andere Seite. Also Soße ist immer wichtig und natürlich auch sehr lecker. Meine Kinder lieben Soße. Und was jetzt am Ende noch ganz wichtig ist, ist ein bisschen Süße. Ich weiß, ihr könnt es wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich finde einfach, zu jedem Wildgericht gehört auch mal eine süße Komponente. Das muss man nicht machen, man kann das auch weglassen. Und hier kommen jetzt ein paar Preiselbeeren drauf. Und jetzt bleibt uns noch eins, jetzt müssen wir probieren. Jetzt bleibt mir die ehrenvolle Aufgabe, das, was wir hier gezaubert haben, zu probieren. Wir haben einmal jetzt hier die Waffel. Bisschen Soße dazu. Also die Waffel ist schon mal super Beilage. Die Soße ganz toll. Jetzt hier unser Rehfilet. Das ist wirklich ein Traum. Wenige einfache Zutaten, ohne Shishi, ohne irgendwelche Gewürze. Mit den Preiselbeeren, die könnt ihr auch weglassen. Den Pilzen, ein tolles Gericht. Ihr seid wie immer variabel. Ihr müsst das nicht machen. Ihr könnt hier auch eine andere Pilzmischung nehmen. Aber so finde ich das. Das ist ein super schnelles Gericht. Das hat jetzt keine 5 Minuten gedauert. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt alles Gute, Weidmannsheil. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst mir gerne einen Kommentar da und ein Abo. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.